weiße Schokolade ist lecker. Hätte ich gesagt, nicht scharf? Böse Dani. Hot, die Schotten sind hot. Der Geschmack ist wirklich gut, aber die sind mega scharf. Es holt gerade alles. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Wie schon in meinem letzten Video erwähnt, ich bin spät dran diesen Monat. Das heißt, diesen Monat. Ja, kann man sehen, wie man will. Ich habe die Vernasche, die Weltbox, die ich mit euch aufmachen möchte. Ich weiß, wir haben Oktober, aber das ist die September-Box. Ich bin leider nicht dazu gekommen, weil ich ja krank war. Das habe ich euch ja in dem letzten Video schon berichtet von der Degusta. Und deswegen sind die Boxen halt liegen geblieben, weil ohne Geschmack und ohne was zu riechen nützt mir das nichts, eine Box auszupacken, weil ich kann euch ja dann nicht sagen, wie es schmeckt. Deswegen sehe ich da keinen Sinn. Deswegen musste diese Box halt warten. Wir haben Oktober, es tut mir leid, aber besser spät als nie. Und die packen wir jetzt auf jeden Fall zusammen aus. Ich freue mich schon. Zack. Und wir haben, wo stelle ich sie hin? Hier? Ja, ne? Genau. Wir haben erstmal eine schöne Postkarte. Na, was glaubt ihr, welches Land es ist? Eine Idee? Es ist Schottland. Hier hinten ist auch ganz klassisch das Loch Ness Monster drauf. Das ist ja das kleine Heftchen, wo halt drin steht, die größten Städte, die Hauptstadt, die Sprache, die Einwohner, typisch, eine Tour, Routenplaner, Sehenswürdigkeiten und natürlich der Inhalt der Box, den wir uns jetzt nicht angucken werden, weil wir krapschen rein und probieren natürlich. Und auf los geht's los. Wir haben, wir haben von Doritos Flaming Hot Tangy Cheese. Okay. Es sieht scharf aus. Nichtsdestotrotz werden wir sie probieren. Hier unten steht sogar eine Warnung. Warnung ist hot. Oh oh. Oh oh. Ja, die sehen, seht ihr das? Die sind sehr krass gewürzt. Die schmecken. Oh. Ohne Frage, der Geschmack ist richtig gut. Oh. Der Geschmack ist wirklich gut, aber die sind mega scharf. Oh Gott. Okay. Alles gut. Es war jetzt zum Glück nur ein kleiner. Ich bin froh, dass ich nur einen kleinen probiert habe. Also der Geschmack so an für sich ist echt lecker, echt würzig lecker, aber scharf, ohne Ende. Wahnsinn. Dann haben wir hier, cool, wie heißen die, Aero, von Nestle Aero, diese Luftschokolade, die es gibt. Kennt ihr doch bestimmt alle. Und die ist mit Karamell. Nach sowas Scharfes, was Leckeres. Brennt immer noch hier an der Seite, an der Zunge. Okay, hier sind vier Stück drin. Vier solche Riegel. Die riechen schon nach Karamell. Sind auch nicht gerade klein, die Riegel. Ich bin gespannt. Oh, die riechen
toll nach Karamell. Voll lecker. Ich liebe Karamell, so sehen die aus. Das Ding ist nur. Oh, warte. Ihr seht jetzt die Luft. Aber kein Karamell. Ich habe eine Ahnung. Ja, doch nicht. Ich habe gedacht, in diesem Huckel oben ist das Karamell drin. Ne? Das ist wahrscheinlich Karamell. Schokolade. Entschuldigung. Aber sehr lecker. Oh. Sehr lecker. Schauen wir, was weiter drin ist. Bis jetzt ist ja schon mal echt nicht schlecht. Ich schiel schon wieder rein. Böse Dani, nicht reinschielen, einfach nehmen und fertig ist das. Ich hasse solche komischen Sachen. Es ist auf jeden Fall was mit Erdbeer. Erdbeer, keine Ahnung, dann ist da so eine komische Stange drauf. Seht ihr das? Da oben steht Erdbeer, Strawberry. Die Verpackung sieht schon so, Entschuldigung, wenn ich das sage, so kacke aus. Das gibt meistens immer böse Überraschungen. Was ist das? Das riecht nicht. Es riecht nach nichts. Da ist so eine Stange drin. Hier. Und weißes Pulver. Da ist die Stange. Schitter. Weiß ich nicht. Das ist einfach so eine Erdbeer-Weingummi-Stange, aber ich weiß nicht, wozu das Pulver sein soll. Da ist aber auch nur eine Stange drin. Da ist da unten noch eine? Nee. Ich guck jetzt mal, ob in dem schlauen Heft irgendwas dazu steht. Unser Geheimtipp für euch. Lakritz oder Erdbeertapes mit Brause zum Dippen. Sehr spektakulär. Also das ist einfach so eine Stange. Wir haben jetzt eine Erdbeer, es hätte auch eine Lakritzstange geben können. Und das ist wie diese, man kennt es, diese Double Dips. Einfach zum Reindippen und Ablutschen, weiß nicht. Also ist nicht so ganz mein Fall. Hätte ich nicht gebraucht. Haut mich nicht um. Nehmen wir das und das. Das nehmen wir jetzt als nächstes. Okay, wir haben wieder einen Riegel. Einen Doppeldecker. Boah, ich kriege einen Schokoladenschock da gerade, weiß ich nicht. Also mir geht da gerade so. Sieht interessant aus, ja. Schauen wir mal. Boah, sind die dick. So kleine dicke Riegelchen. Boah, die sind ja noch dicker als unsere Mars- oder Snickers-Riegel. Ey, ist ja der Wahnsinn. Kleiner dicker Riegel. Der will vernascht werden. Meine Güte.
schmeckt interessant. Und vor allem, der schmeckt gar nicht so süß, wie er aussieht. Die obere Schicht, seht ihr das? Die obere Schicht, die ist so, wie die Konsistenz, nee, die Konsistenz nicht, wie der Geschmack von Milky Way, nur ein bisschen fester, also ein bisschen Marshmallow-mäßig. Und unten sind solche Crispy-Kugeln drin. Und wie gesagt, ist gar nicht süß. Also nicht so süß, wie man es vermutet. Lässt sich gut essen. Interessant. Ich greife mal einmal zu meinem Wasser. Ich brauchte jetzt einfach einen Schluck. Boah, meine Güte. Also jetzt gucken wir mal noch weiter, ne? Weil es ist ja noch nicht zu Ende. Kann mir nicht entscheiden, das fühlt sich schon wieder an. Milky Bar, Cookies and Cream. Also ich muss sagen, sehr schokoladig diese Box wieder. Es sind so weiße Kugeln und da sollen so Keksstücke drin sein. Okay. So. Okay, nicht ganz Kugeln. Halbkugeln. Halbkugeln. Seht ihr das? So eine kleine Halbkugel. Und die hat in der Mitte den Keks. Schmeckt überwiegend aber nach weißer Schokolade. Und weiße Schokolade ist lecker. Nicht schlecht. Das ist ja schokoladig alles, ey. Meine Herren. Aber sehr schokoladig alles. Oh mein Gott. Was haben wir denn hier? Oh, wie süß. Auch nicht schon wieder. Also ich glaube, die Schotten, die mögen es echt hot. Wir haben von Walkers Bucket Wotsits. Lest ihr selber. Bevor ich mich hier lächerlich gemacht habe, ich mich jetzt sowieso schon. Aber sie sehen so aus wie kleine Erdnussflips in hot. Hot, die Schotten sind hot. Der riecht schon so. Da, kleine Würmchen. Allerdings doch nicht so im Flip-Style, sondern eher mehr so als Maisgebäck. Ach nee. Die sind doch nicht so scharf. Die sind lecker. Die gefallen mir. Oh. Hätte ich gesagt, nicht scharf? Einer ist nicht scharf. Aber wäre seltsam, dann da doch. Ich nehme alles zurück. Das ist, wenn man so gierig ist. Wisst ihr das? Oh mein Gott. Ach, da heult alles. Oh, schade. Ich habe mich jetzt gefreut, dass die nicht so scharf sind. Das ist so krasser. Es heult gerade alles. Kriegen wir uns mal eben ein. Angekriegt. Weiter geht's.
Weiter geht's. Oh, ich sehe. Guck da besser nicht rein. Wir haben von Nestle Toffee Crisp. 7 Biskuits. Und schon wieder einen Riegel. Hätten die nicht vielleicht noch Chips reinpacken können, die nicht so scharf sind? Oder vielleicht mal so was Weingummimäßiges? Also Schottland gefällt mir bisher nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist dieser Riegel nicht so ganz so, der ist ein bisschen kleiner. Oh. Eieiei, das gibt bestimmt Sodbrennen nachher. Oh Gott, so ein kleiner Riegel. Nichts Spektakuläres. Da sollen solche Kügelchen drin sein und auch solche crispy Kugeln mit Karamell. Schmeckt ein bisschen ähnlich wie Twix, nur dass halt diese Kügelchen drin sind und kein durchgehender Keks. Ist nicht so ganz mein Fall. Kann man essen, muss aber nicht. Oder weil es gerade einfach zu viel ist. Weiß nicht, überschlägt sich. Wir haben den Riegel. Jetzt haben wir den Riegel. Und wir haben diese weißen Kügelchen. Was kommt jetzt? Es kommen noch mehr Riegel. Und zwar Hopnops. 5 Chocolate Flapjacks. Flapjacks. Oh, Leute. Also mein Mann freut sich. Der isst solche Riegel ja echt total gerne. Oder nimmt sie auch gerne mit zur Arbeit. Oder nachmittags zum Kaffeestündchen. Ich bin da eher weniger so der Fan von. Ich sehe gerade die Haferflocken drauf, also ist ein bisschen was Gesundes. So ein kleiner, gesunder Haferflocken-Snack. Okay. Ah. Das sieht wie bei uns, ja nicht ganz so, diese Corny-Riegel. Nur irgendwie als gepresstes Korn. Na, schmeckt wie Haferflocken. Ist nicht so unbedingt süß, was nicht unbedingt sein muss, weil die Schokolade oben drauf schon. Kann man essen, ist aber nicht unbedingt mein Fall. Mein Mann wird sich freuen. Jetzt gucken wir, jetzt haben wir noch eins haben wir noch drin. Und ihr wisst ja, was darf in so einer Box nicht fehlen? Richtig, ein Getränk. Das ist von Bar und hat den Geschmack. Seht ihr es? Oh, crazy. Die Dose ist schön kühl. In meiner Küche war es eigentlich gar nicht so kühl. Ich bin gespannt jetzt. Oh, es riecht schon. Dieser klassische, wenn ihr, es gab ja früher so Tattoo-Kaugummis oder diese Kaugummis mit diesen komischen Männchen, wo du diese Tattoos hast, die du dir auf der Zunge machen konntest. So riecht das. Dieses typische Kaugummi. Dieses, wie nennt man das? Juicy Fruit? Genau so, Juicy Fruit, Kaugummi. Genau so riecht das. Und so schmeckt es.
Full on Flavor, no Sugar. Also das glaube ich nicht. Dass da so kein Zucker drin ist. Mm-mm. Voll. Voll Kaugummi, Leute. Voll. Vielleicht eisgekühlt. Mal. Hier noch wieder so ein Schluck. Aber so. Naja, ihr wisst schon, so als dauerhaftes Getränk. Mm-mm. Ja, das war die September-Box. Die Box ist leer. Schottland hat mir jetzt nicht ganz so zugesagt. Es waren ja überwiegend nur Schokoriegel drin. Ich guck mal noch eben nach, ob es ein hätte. Es gibt ja manchmal so Oder-Produkte, ob es ein Oder-Produkt hätte gehen können. Nein, diesmal nicht. Außer bei dieser Erdbeerpuderstange, da hätte es dann halt diese Lakritzstange geben können. Aber sonst gibt es diesen Monat kein Oder-Produkt. Ja, wie gesagt, was soll ich dazu sagen? Was meint ihr? Wie war die Box? Ich fand sie sehr riegelhaltig. Ich hoffe, dass die nächste Box in diesem Monat, wir haben ja jetzt schon Oktober, das war ja die September-Box, dass die besser wird. Ich bin gespannt, welches Land. Ich bin gespannt, was drin sein wird. Und bis dahin dauert es ja noch ein bisschen. Ich kriege ja meine Boxen immer zum Ende des Monats hin. Aber ich denke, es wird zwischendurch, ich hoffe, dass ich es schaffe, zwischendurch noch andere Videos kommen, weil ich habe was geplant. Es hat so ein bisschen was mit Weihnachten zu tun. Ich liebe Weihnachten. Und Weihnachten ist ja auch die Zeit, da darf man was auspacken. Aber nicht nur Geschenke, man darf auch andere Sachen auspacken. Und das ist jetzt schon mal so ein kleiner Denkanstoß vielleicht. Oder ihr könnt schon mal grübeln, was könnte sie meinen. Und dann hoffe ich, dass ich das schnell umgesetzt kriege, weil ich weiß, viele YouTuber machen das aktuell schon. Und ich wollte mich dem einfach mal anschließen. Von dem, was ich machen werde, wird es wahrscheinlich auch schon 100 Videos geben. Aber das macht ja nichts, solange ihr euch meine Videos dazu anguckt und nicht die von den anderen. Aber bis dahin lasst euch überraschen. Ich lasse mich selber auch überraschen, weil ich bin gespannt, wie es wird. Und ich hoffe, dass ich es schnell umsetzen kann. Aber bis dahin sage ich erstmal tschüss, bleibt gesund. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Ihr dürft mich auch gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Nicht von mir. Auch von den anderen Familienmitgliedern, die ja eigentlich so mit auf dem Kanal so mit agieren wollen. Mein Sohn macht zwischendurch mal so seine Spielchenvideos. Mein Mann kommt noch gerade gar nicht in die Pötte und unsere Kleine hat noch nicht gefunden, so von dem, was sie gerne machen möchte. Aber wie gesagt, ihr dürft euch gerne abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr von uns und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, sag ich jetzt mal tschüss!